Matthias Bröckers und Paul Schreier, wir sind die Guten. Was drin ist für dich? Die Hintergründe der Ukraine-Krise und Putin verstehen. Bist du auch schon einmal frustriert gewesen, weil du das Gefühl hattest, die Ukraine-Krise nicht wirklich zu verstehen, trotz des Lesens zahlreicher Artikel und aufmerksamen Verfolgens der Nachrichten? Es ist keine Seltenheit, denn die Berichterstattung über komplexe geopolitische Ereignisse kann oft einseitig und undurchsichtig sein. In diesen Kernaussagen werden wir tief in die Ukraine-Krise eintauchen, um brisante Hintergründe und Informationen zu beleuchten, die in der medialen Debatte oft bewusst übersehen werden. Wir werden uns mit den wirtschaftlichen und außenpolitischen Interessen der westlichen Staaten, insbesondere der USA, auseinandersetzen und dabei verstehen, wie die Politik und die Medienbilder geschickt miteinander verknüpft sind. Der Westen präsentiert sich gerne als altruistisch, demokratisch und freiheitsliebend, während Putin und Russland oft als das Böse dargestellt werden. Doch die Realität ist komplexer, als sie auf den ersten Blick erscheint. Wir werden aufdecken, warum scheinbar spontane Demonstrationen oft Teil eines größeren Plans sind, wie geopolitische Interessen das Geschehen beeinflussen und wo das geopolitische Heartland liegt. Außerdem werden wir einen Blick auf einige der Clubs und Thinktanks werfen, denen deutsche Journalisten angehören, und wie diese Gruppen die Berichterstattung beeinflussen können. Begleite uns auf dieser Reise, um ein tieferes Verständnis für die Ukraine-Krise und die Rolle von Wladimir Putin zu gewinnen. Lass uns die Schleier der Komplexität lüften und das Bild klarer gestalten. Viel Spaß beim Zuhören. Kernaussage 1: Putin zu verstehen bedeutet nicht, seine Politik zu akzeptieren. Es ist wichtig, seine Ansichten und Beweggründe zu verstehen, um die komplexen geopolitischen Ereignisse wie die Ukraine-Krise besser einordnen zu können. Die Wahrnehmung von Putin im Westen als reiner Oberschurke ist zu simplifiziert. Es ist möglich, seine Politik kritisch zu hinterfragen und dennoch seine Popularität in Russland zu begreifen. Das Verständnis für Putins Sichtweise hilft, die Geschehnisse in Russland und der Ukraine besser zu deuten, ohne diese zwangsläufig zu billigen. Viele Russen sehen Putin als Retter Russlands nach einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialer Probleme. Seine politischen Maßnahmen, die oft die Meinungsfreiheit einschränken, werden von einem Teil der Bevölkerung toleriert oder akzeptiert, da sie wirtschaftliche Stabilität und regelmäßige Gehalts- und Rentenzahlungen schaffen. Im Westen gibt es die Befürchtung, dass Putin imperialistische Bestrebungen hegt und sein Einflussgebiet ausdehnen möchte. Diese Angst wird in den Medien häufig geschürt, obwohl sie oft auf unbegründeten Annahmen beruht. In einigen Fällen haben westliche Länder ihre Versprechen gegenüber Russland nicht gehalten und ihr Bündnissystem, insbesondere die NATO, nach Osten ausgeweitet, was zur Eskalation der Spannungen beigetragen hat. Verstehen von Putins Perspektive bedeutet nicht, seine Politik zu billigen. Es ist jedoch entscheidend, seine Ansichten und Beweggründe zu erfassen, um die komplexen geopolitischen Ereignisse wie die Ukraine-Krise besser einordnen zu können. Die Darstellung Putins als alleiniger Bösewicht im Westen ist zu einfach. Man kann seine Politik kritisch hinterfragen, ohne notwendigerweise seine Popularität in Russland zu teilen. Dieses Verständnis hilft, die Ereignisse in Russland und der Ukraine besser zu interpretieren. Für viele Russen ist Putin ein Retter Russlands nach einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialer Probleme. Seine politischen Maßnahmen, die oft die Meinungsfreiheit einschränken, werden von einem Teil der Bevölkerung toleriert oder akzeptiert, da sie wirtschaftliche Stabilität und regelmäßige Gehalts- und Rentenzahlungen schaffen. Im Westen gibt es die Befürchtung, dass Putin imperialistische Bestrebungen hegt und sein Einflussgebiet ausdehnen möchte. Diese Angst wird in den Medien häufig geschürt, obwohl sie oft auf unbegründeten Annahmen beruht. In einigen Fällen haben westliche Länder ihre Versprechen gegenüber Russland nicht eingehalten und ihr Bündnissystem, insbesondere die NATO, nach Osten ausgeweitet, was zur Eskalation der Spannungen beigetragen hat. Kernaussage 2: Die USA verfolgen in der Ukraine nicht nur altruistische Ziele, sondern hegen vor allem wirtschaftliche Interessen. Dies geht über die offizielle Agenda der Befreiung des Landes von russischem Einfluss und der Integration in die EU hinaus. Eine zentrale Rolle bei dieser Politik spielt die Heartland-Theorie, die bereits 1904 von Professor Halford Mackinder, dem Begründer der Geopolitik, formuliert wurde. Das Heartland erstreckt sich über große Teile des europäischen Kontinents, einschließlich der heutigen Ukraine, und beherbergt erhebliche Kohle- und Erdölvorkommen. Die Theorie besagt, dass die Kontrolle über das Heartland gleichbedeutend mit der Kontrolle über die Welt ist.
Die USA haben diese Idee in ihren strategischen Plänen übernommen. Bereits 1997 betonte Zbigniew Brzezinski, der Chefberater des US-Präsidenten, die Bedeutung des Zugangs zum Heartland für die Weltwirtschaft. Die USA dürfen nicht zulassen, dass die Ukraine in die Hände der Russen fällt. Dieser Gedanke wurde 2014 von Präsident Obama aufgegriffen, der erklärte, dass die USA notfalls militärische Mittel einsetzen würden, um ihre Kerninteressen zu schützen. Die USA legitimieren Militäreinsätze jedoch oft unter dem Vorwand, die Bevölkerung von Unterdrückung und Tyrannei zu befreien und Demokratie und Freiheit zu fördern. In vielen Fällen hat dies jedoch nicht zu den erhofften Ergebnissen geführt, und in Ländern wie Afghanistan und dem Irak herrschen nach wie vor Instabilität und Unsicherheit. Es liegt nahe, dass die USA ihre eigenen Kerninteressen über Menschenrechte und Demokratie stellen. Die Darstellung von Putin als Retter Russlands stellt die westliche Agenda in Frage. Daher wird er oft als grausamer Alleinherrscher dargestellt, der die Bevölkerung in Russland und der Ukraine unterdrückt. Die westlichen Medien unterstützen diese Darstellung häufig, um die eigenen Ziele zu verfolgen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die geopolitischen Interessen und die propagierten Werte nicht immer übereinstimmen. Kernaussage 3. Die USA betrachten den ungehinderten Zugang zur Ukraine als entscheidendes Interesse, das durch die zunehmende Bedeutung Russlands als Energiemacht bedroht ist. Diese Bedrohung ist eng mit Pipelines verbunden, die ein weltumspannendes Netzwerk aus Geld und Macht darstellen. Der rasche Anstieg der Ölpreise seit den 90ern brachte dem Kreml enorme Einnahmen und finanzielle Stabilität. Russland hat diese Mittel geschickt in die Erschließung und Vermarktung von Erdgas- und Ölvorkommen investiert. Das Land verfügt über fast ein Drittel der weltweiten Energieressourcen und ist in der Lage, diese zu fördern und zu vermarkten. Russische Pipelines durchziehen mittlerweile ganz Europa, darunter die Nord Stream, die seit 2012 günstiges Erdgas durch die Ostsee direkt nach Deutschland liefert. Die USA haben in der Vergangenheit gezeigt, dass Pipelines eine ernsthafte Bedrohung ihrer Interessen darstellen können. Ein Beispiel ist Syrien, wo Präsident Assad zwischen russischen und westlichen Pipeline-Projekten wählen konnte. Nachdem er sich für die russische Pipeline Blue Stream entschieden hatte, begann der Westen aktiv gegen Assad vorzugehen und einen Regimewechsel zu unterstützen. Ein weiteres Beispiel betrifft die geplante Iran-Pakistan-Indien-Pipeline, EP. Dieses Projekt würde dem Iran einen strategischen Vorteil gegenüber US-amerikanischen Pipeline-Interessen in der Region verschaffen. Als Reaktion darauf drohten die USA Pakistan mit wirtschaftlichen Sanktionen, sollte das Land sein Teilstück der Pipeline fertigstellen. Das Projekt befindet sich derzeit in der Warteschleife. Es wird deutlich, dass Pipelines nicht nur Transportwege für Energieressourcen sind, sondern auch geopolitische Machtinstrumente darstellen. Kernaussage 4. Die Ukraine ist ein zutiefst gespaltenes Land und wird zum Spielball der Weltmächte. Helmut Schmidts Feststellung, dass die Ukraine kein Nationalstaat ist, wurde oft als Putin-Versteher oder Verbreitung russischer Propaganda abgetan. Doch tatsächlich steckt viel Wahrheit in Schmidts Einschätzung. Die Ukraine hat eine lange Geschichte der Zersplitterung. Schon im 9. Jahrhundert gegründet, war sie in den Jahrhunderten von Ländern wie Polen, Österreich und Russland erobert und immer wieder aufgeteilt worden. Diese komplexe Geschichte hat einen multikulturellen Staat hervorgebracht, der seine Identität nie vollständig entwickeln konnte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde diese Spaltung besonders deutlich. Westukrainische Patrioten schlossen sich der Wehrmacht an, um gegen die Rote Armee zu kämpfen und an den Massakern an Juden teilzunehmen. Im Osten kämpften gleichzeitig ukrainische Patrioten gegen die faschistische Nazi-Armee. Ukrainische Patrioten auf beiden Seiten des Konflikts beriefen sich auf den ukrainischen Nationalismus. Auch heute ist die ukrainische Gesellschaft zutiefst gespalten. Fast die Hälfte der Bevölkerung spricht Russisch, obwohl Russisch nicht Amtssprache ist. Ein Gesetzentwurf, der Russisch in bestimmten Regionen zur zweiten Amtssprache erklären sollte, führte zu heftigen Auseinandersetzungen im Kiewer Parlament. Anstatt dem Land bei der Suche nach innerer Einheit zu helfen, versucht der Westen, eine Entscheidung für die EU zu erzwingen. Dabei wurde der Ukraine ein Assoziierungsabkommen angeboten, das militärische Zusammenarbeit mit der NATO vorsah und gleichzeitig eine Handelsunion mit Russland ausschloss. Den Demonstranten auf dem Maidanplatz wurde suggeriert, dass dieses Angebot den Weg für einen EU-Beitritt ebnen würde.
Doch angesichts des niedrigen Pro-Kopf-Einkommens in der Ukraine im Vergleich zu den ärmsten EU-Ländern scheint diese Chance äußerst gering zu sein. Die Ukraine bleibt somit ein zerrissenes Land im Spannungsfeld der Großmächte. Kernaussage 5. Viele Proteste in Krisenstaaten werden vom Westen langfristig organisiert. Auf dem Maidanplatz in der Ukraine haben westliche Länder nicht nur leere Versprechungen gemacht, sondern auch auf andere Weise geholfen. Sie griffen auf bewährte Taktiken gegen unliebsame Regierungen und Regime zurück. Besonders die USA haben jahrzehntelange Erfahrung darin, Bürgerbewegungen und Aktivisten zu unterstützen, die gegen ihre Machthaber vorgehen. Seit der französischen Studentenbewegung finanziert das Pentagon verschiedene Thinktanks, die sich damit befassen, wie junge Menschen im Ausland dazu gebracht werden können, die Interessen der USA vor Ort zu unterstützen und sogar ihre eigene Regierung zu stürzen, wenn nötig. Die Washington Post berichtete im Dezember 2000, wie diese Strategie angewandt wurde, um die Milosevic-Regierung in Serbien zu stürzen. Serbische Aktivisten wurden in den USA ausgebildet und erhielten Sprühdosen, um Anti-Milosevic-Graffitis in ihrer Heimat zu verbreiten. Viele von ihnen sind heute gut bezahlte Demokratieförderungsberater. In der Ukraine wurden ähnliche Methoden bereits seit den 60er Jahren eingesetzt. Geheimdienstdokumente, die 1998 in den USA veröffentlicht wurden, zeigen, dass die USA begonnen haben, eine nationale Stiftung für Demokratie aufzubauen, ukrainische Zeitungen und Bücher zu finanzieren und Radiosender zu etablieren. Laut der Chefdiplomatin Viktoria Nuland sind mehr als 5 Milliarden Dollar in die Demokratieförderung in der Ukraine geflossen. Die USA betreiben also seit Jahrzehnten eine Art Gehirnwäsche. Dadurch haben ganze Generationen junger Ukrainer oft nicht erkannt, dass ihre antirussische Haltung einem größeren politischen Zweck dient. Sogar scheinbar spontane Twitter- oder Facebook-Bewegungen folgen oft ausgeklügelten Strategien von Demokratieförderern. Diese Experten wissen, wann Demonstrationen am effektivsten sind und wie sie Massenmobilisierung erreichen können. Kernaussage 6. Journalisten verfolgen ihre eigenen politischen Interessen und die Einseitigkeit der Berichterstattung bei Medien wie ARD, ZDF, Spiegel und Süddeutsche Zeitung ist während der Ukraine-Krise besonders offensichtlich geworden. Leser und Zuschauer haben sich darüber beschwert, aber Journalisten reagierten oft mit Anschuldigungen, dass kritische Stimmen von Moskau finanziert oder von einer Sowjetnostalgie beeinflusst seien. Viele Journalisten teilen die Ansicht, dass Russland kriegerische Absichten hat, der Westen aufrüsten sollte und dass politische Entscheidungsträger wie Obama das Beste im Sinn haben. Dies liegt daran, dass viele dieser Journalisten Mitglieder in denselben politischen Clubs und Thinktanks sind. Eine dieser Organisationen ist der German Marshall Fund of the United States, GMF, der Studien finanziert, die zu dem Schluss kommen, dass Deutschland seine Militärausgaben erhöhen muss. Weitere Denkfabriken wie die Atlantische Initiative, die Bundesakademie für Sicherheit und der American Council for Germany tragen dazu bei, die Meinungen deutscher Journalisten zu beeinflussen. Einige Journalisten geben zu, Verbindungen zu diesen Organisationen zu haben, behaupten jedoch, dass sie ihre Berichterstattung nicht beeinflussen. Dennoch vertreten sie oft ähnliche Standpunkte, die für Auslandsinterventionen, Aufrüstung und pro-USA sind. Kernaussage 7. Deutsche Medien berichten oft sehr einseitig über Konflikte und nutzen verschiedene Tricks, um eine gewünschte Stimmung aufrechtzuerhalten. Dies fängt bereits bei kleinen Details wie der Wortwahl an. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung des Begriffs pro-russische Separatisten, um Kiew-kritische Demonstranten und Kämpfer im Osten zu beschreiben. Diese einheitliche Verwendung eines Begriffs mit einer eingebauten Wertung, auch als Wording bekannt, beeinflusst die Wahrnehmung der Leser und Zuschauer. Der Ausdruck Separatisten hat von vornherein eine negative Konnotation, und wenn er mit pro-russisch kombiniert wird, entsteht schnell ein negativer Eindruck. Zusätzlich übernehmen viele Journalisten unkritisch die Sprache und Aussagen der Kiewer Regierung. Nur weil die ukrainische Regierung jemanden als Terroristen bezeichnet, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es sich tatsächlich um einen Terroristen handelt. Die Medien vermitteln den Eindruck von Objektivität, obwohl dies in der Realität oft nicht der Fall ist. Auch die Auswahl der Interviewpartner spiegelt oft bestimmte Positionen wider, wie beispielsweise in den ARD-Interviews während der Maidan-Proteste. Die Medien trugen auch zur Eskalation der Kriegsstimmung bei, etwa im Fall des Passagierflugzeugs MH17. Die ukrainische Regierung beschuldigte sofort die Aufständischen, obwohl die Ermittlungen noch nicht einmal begonnen hatten.
Die Presse schloss sich schnell dieser Einschätzung an. Kaum jemand erwog die Möglichkeit, dass der Absturz eventuell unter falscher Flagge inszeniert wurde, um die andere Seite zu beschuldigen. Trotz vorhandener US-amerikanischer Satellitenaufnahmen wurde der Vorfall nicht vollständig aufgeklärt. Eine Tatsache, die Fragen aufwirft, wem dies in die Hände spielt. Kernaussage 8. Deutschland sollte versuchen, internationale Konflikte zu entschärfen und sich von Schwarz-Weiß-Denken zu befreien. Dies erfordert, den USA klarzumachen, dass ihr Krieg gegen den Terror in einer Sackgasse steckt und Misstrauen und Kontrolle nicht die Lösung sind. Es ist wichtig zu betonen, dass die Freiheit anderer Länder über wirtschaftlichen Interessen steht und dass Demokratien Zeit brauchen, um zu wachsen. Derzeit schaffen die USA und andere westliche Länder künstliche Gegensätze, um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Deutschland sollte stattdessen eine Alternative zum US-amerikanischen Konfrontationskurs entwickeln und sich für friedliche und offene Beziehungen zu Nachbarstaaten einsetzen. Dies könnte dazu beitragen, dass die Ukraine ein blockfreier Brückenstaat wird, der sowohl mit der EU als auch mit Russland verbunden ist und ihre multiethnische Bevölkerung als Chance begreift. Auf diese Weise kann Deutschland einen Beitrag zur gemeinsamen Entwicklung Europas leisten und der ukrainischen Bevölkerung Souveränität und Freiheit ermöglichen. Zusammenfassung zum Buch von Matthias Bröckers und Paul Schreier: Wir sind die Guten. Die gesamte Kernaussage dieses Buchs ist, dass die USA wirtschaftliche Interessen in der Ukraine haben und deshalb bestimmte Erzählungen über Putin und die Ukraine fördern. Die deutsche Berichterstattung wird kritisiert, da sie diese Narrative unhinterfragt übernimmt. Es wird betont, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen und sich aus verschiedenen Quellen zu informieren, um eine eigene, kritische Meinung zu bilden und Schwarz-Weiß-Denken zu vermeiden. Die Botschaft lautet, Alternativen zu entwickeln und zur friedlichen Konfliktlösung beizutragen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!